Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf der Sievers Husum. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Oh, wo war der denn stehen geblieben? Ah, der wollte gerade ins Lager fahren. Lass mal den das nochmal machen. Und... So, jetzt aber. Abfahrer einstellen. Mal gucken, ob der gleich den richtigen Kurs nimmt oder umdrehen will. Nee, passt, ne? Sehr schön. So, ihr habt mir noch einen Tipp gegeben, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und zwar, wir können ja den Wendekreis, guck mal, der hat 14 Meter Wendekreis. Den stellen wir einfach mal auf 7 Meter. Ich denke, das passt auf jeden Fall. Ich wollte schon sagen, ey. Okay, der gönnt sich erstmal die Ernte ins Lager. Das heißt, der passt schon mal. Der war auf dem Weg vom Händler zum Hof. Ich glaube, jetzt habe ich zwei Kurse geladen. Der war noch geladen. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Der soll am letzten Wegpunkt warten. Den haben wir ja einen neuen Lader geholt. Hier einen neuen Frontlader. Aber ich habe noch einen coolen Mod drauf. Ihr habt mir erstmal in die Kommentare geschrieben, dass wir Goldnuggets suchen sollen. Ich glaube, das werde ich wirklich mal eine Folge machen, aber ich muss mal schauen, weil das Problem ist, mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, leider kommen wir an drei Nuggets nicht dran, ohne 500k zu investieren. Das ist tatsächlich ein Problem. Und da müssen wir eben mal schauen, was wir da machen. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Mod ist, den ich drauf genommen habe, in welcher Kategorie. Es war ein Marcel Ferguson, der könnte bei Frontlader sein. Oder der Teleskoplader. Radlader? Ist das ein kleiner Radlader gewesen? Ein Kompaktlader, guckt mal. Der ist geil, den gibt es neu im Mod-Hub. Da habe ich so gedacht, 3000 Liter Schaufel, geil. Ne Dings für Paletten, sehr gut. Das wäre eigentlich genau der richtige Hoflader für uns. Finde ich super. Sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. So, der ist immer noch auf dem Weg ins Lager. Der ist mittlerweile angekommen. Das ist natürlich sehr schön. Ich weiß nur gerade nicht, was der machen sollte. Ich weiß es wieder. Der hier sollte eigentlich... Warte mal, das ist ja auch der neue, den wir haben. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wir haben ja leider kein Geld, das ist das Problem. Wir haben einen offenen Kredit noch. Ich glaube, ein bisschen was hatten wir genommen. Aber ich würde den einfach... ganz gerne mal pimpen. Das wäre halt echt cool. Ich würde den gerne aufrüsten auf 820 TS. Gesamtpreis 2000. Warum nur 2000? Hier steht 8500. Okay. Warum ist das so? Ich überlege, ob wir uns nochmal einen Kredit holen. Wir haben aktuell 50.000. Ich würde ja sagen, dass wir uns nochmal 50.000 holen. Wir können insgesamt 200.000 leihen. Ich hole mir erstmal nur 10.000. Ich will mal ganz kurz den hier aufrüsten. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nur 2.000 im Endeffekt kostet. Vielleicht weil man schon haben. Der sieht jetzt auch anders aus. Hat er denselben Sound? Ich glaube, der hat denselben Sound. Aber der müsste anders aussehen. Der ist, glaube ich, größer geworden. Boah, wenn ich das jetzt so wüsste, genau. Wieso schmeißt der denn jetzt den Frontlader um? Das ist doch nicht sein Ernst. Och, Menno. Der hat wieder nicht abgekippt.
Und ich weiß nicht, warum der nicht abkippt. Ich mach das wahnsinnig. Das ist wirklich so ein Ding, was mich absolut wahnsinnig macht hier. Och, ich weiß, warum er nicht abgekippt hat. Ach, das ist halt so eine Sache, die man zu Beginn, wenn man die Map startet, immer machen muss. Und das finde ich ein bisschen ätzend, wenn ich ehrlich bin. Ist jetzt auf dem Rückweg gewesen? Ja. Wir flitzen mal vorne weg. Denn wir müssen natürlich immer vorher ins Lager und müssen dieses erst anschalten. Ja, Schnecke an, Lager an. Es ist halt schon irgendwie, naja. Okay, jetzt soll er mit einem leeren Anhänger wiederkommen. Aber das ist natürlich jetzt hier. Das ist ein bisschen gemein, finde ich. Den kriegen wir nämlich nicht wieder dran. Ich kann es doch mal von der anderen Seite probieren. Aber wieso schmeißt er den denn um nach hinten? Wir probieren es mal, ob er den Oh, macht er. Der müsste dann eigentlich automatisch rumdrehen. Ich hoffe, es passiert kein größeres Malheur. Spitze. Im LS-15, nur mal zur Info, im LS-15 wäre der jetzt einmal über die ganze Map geflogen. Das haben sie auch super gelöst hier. Gut. Aber der 17er ist ja auch schon wieder fast gegessen, ne? Der 19er schon im Anmarsch. Alle freuen sich. Alle super. So. Okay, dann wollen wir mal. Ich glaube, der 820er ist einfach auch sinnvoller. Für solche Dreierballenstapel. Weil das ist eine ganz schöne Hausnummer. Da müssen wir jetzt sowieso mal gucken, wie wir das machen. Oh, der war noch ganz fertig mit der Ente hier. Sehe ich gerade. Die müssten wir auch mal wieder anschalten. Jetzt macht das nämlich. Oh. Kann gar nicht hingucken. Der Anhänger ist jetzt ja echt super optimal, was das betrifft. Können wir gleich wieder entlassen. Jetzt habe ich nicht gelesen, welche große Nachfrage das war. So. Dann schalten wir den auch wieder ein. Man hat ja die halbe Folge damit zu tun, erstmal alles wieder am Laufen zu halten. Ans Laufen zu bringen. So. Okay. Funktioniert auch. Der ist auch da. Und der soll jetzt endlich mal Ballen stapeln. Wir wollen jetzt endlich mal unsere Ballen einfahren. Wir brauchen nämlich Ballen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie macht denn der zu? Beinspieße anstecken? Ballen festhalten. Mit Z greifen wir die uns. Und Y. Okay. Na, dann wollen wir doch mal. Die Beinspieße machen wir uns mal dran. Oder brauchen wir den Beinspieß? Ne, ich glaube... Ach, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus jetzt. Ich bin hier sehr gespannt, ob es funktionieren wird. Ich muss doch mal lieber weg, weil dann können wir uns die noch hier so ein bisschen zurechtdrücken. So, natürlich schön gerade dran fahren. So. Ist das geil. Das ist doch Premium, Leute. Jetzt mal ohne Mist. Aber das ist schon wirklich cool. Ach, dieses Kabel hier. Macht mich auch fertig. Übrigens war ich gestern, es ist Sonntag, wo ich das gerade aufnehme. Sonntag früh. Naja, früh ist es nicht mehr, es ist schon 10:30 mittlerweile, aber treffe ich jetzt auch gleich mit Füsi nach der Aufnahme, da wollen wir auch noch aufnehmen. Der andere Anhänger wäre tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen, ne? So, mal gucken, dass wir die hier gescheit zwei Stapel drauf kriegen. So,
Okay, super. Was wollte ich sagen? Ja, ich war bis um 4 noch unterwegs. Um 4 war ich erst zu Hause, ey. Oh, Katastrophe. Ratet mal, wo ich noch war. Kurzschlussentscheidung. Wir sind dann doch zur SMS gefahren. Ja, aber der kriegt das gut hin hier mit den Dreierballen, auch mit den Hochheben und alles. Relativ stabile Sache, finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich. So, jetzt die sauber daneben, Spanngurt rum. Und dann haben wir es doch schon. Aber der Ballenanhänger hier ist auch nicht so schlecht. Passen nämlich eigentlich ganz gut drauf, finde ich. Wichtig ist, dass wir keine Wissenschaft draus machen. Wegen ein paar Ballenstapeln und einfahren. Aber das muss schon gerade auf dem Anhänger sitzen. Da lege ich immer Wert drauf. Irgendwie manchmal fährt er einfach vorwärts, ohne dass es will. So, haben wir hier schon Spanngurt am Schlüssel? Boah, echt? Da geht das der erste Spanngurt los? Ne, gut. Kein Thema. Ich glaube, ich werde mal mit Tastatur lenken. Das ist wahrscheinlich einfacher. Hier haben wir nur einen Zweierstapel. So, und da ist das Schöne. Können wir die jetzt hier wirklich gut vom Feld reinfahren? Das macht Laune. Also so macht Ballenfahren doch... Wups. Wirklich Spaß. Also das muss man da echt mal sagen. Finde ich gut. Wenn es euch auch gefällt, lasst natürlich das Däumchen da. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das wäre auf jeden Fall cool. Mit dem Dings, ich überlege, ob wir die Golden Nuggets vielleicht mal im Stream sammeln. Ich muss mal gucken, ich werde es heute nicht schaffen, den Stream anzuschmeißen. Vielleicht gegen später nochmal. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil das Problem ist, sonst kriege ich heute einen Einlauf. Heute 15 Uhr will die Frau baden gehen. Und die hat, also, was heißt baden? Alle Freunde von uns fahren an die Saale. Ne? Die ist relativ nah bei uns. Und ja, die fahren an die Saale. Und was wollte ich sagen? Fahren an die Saale. Achso, und die hat eine Rutsche selber gebaut. Eine riesengroße Rutsche auf einem Fliegelanhänger, auf einem Fliegeltraktoranhänger drauf. Ich muss mal gucken, da kann ich euch bestimmt dann auch ein Bild posten. Auf Instagram. Schaut mal auf Instagram vorbei, einfach das Follow reindrücken. Ich werde euch mit Sicherheit mal ein Bild posten. Und die wollen sie nachher ins Wasser lassen, beziehungsweise ins Wasser rutschen. Und halt für die Kinder und die Erwachsenen. Und das könnte doch recht interessant werden. Und da hat meine Frau schon gesagt, da müssen wir, da gehen wir mit. Oh. Sonst Schnibbi Schnabbi, Aya Abi. Na, kann ich leider nach dem Tag nicht streamen, das wird nichts. So, aber das macht ja nichts. Wir fahren jetzt erstmal Ballen ein. Und das klappt wunderbar. Das klappt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist beängstigt mich leider etwas. Weil dafür muss doch irgendwas anderes schief gehen. Es kann ja nicht sein, dass mal was so gut klappt. Ja, und wie gesagt, ich war dann noch auf der SMS. War gestern eine kleine Kurzschlussreaktion. Boah, das funktioniert auch super. Der hat ihn jetzt noch abgehangen. Der kann aber hier Feierabend machen, der Kollege. So, den lassen wir nochmal hier schön abtanken. Und dann kann der eigentlich wieder auf dem Hof. Der ist abgetankt. Genau. Dann kann der eigentlich wieder auf dem Hof fahren. So, und der... Würde mich freuen, wenn der sofort abfeiert. Ach guck mal, jetzt haben wir den 7 Meter Wendekreis, das ist zu wenig. Machen wir mal 9. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. So. Das Crazy an der Sache ist nur, wir müssen die Ballen auch, wir haben kein UAL. Wir müssen die Ballen natürlich dann auch wieder abladen, ne? Ist mal Standard. So. Ich glaube, die bleiben schön drauf. Die einen haben wir ein bisschen weit rausgeschoben. Schön drauf bleiben, Jungs. Nicht runterfallen, wenn es geht. Aber schon geil, oder? Mit dem Deutz vorne dran. Das macht schon Laune. Sehr. Oh, Digga, mach langsam.
Kinder über den Hof rennen oder die Katze. Dann macht sie einmal kurz Fatsch und das war's. Ja, naja, gut, zurück zum Thema. Ne? Wir waren dann bei der SMS gewesen. Wir hatten natürlich keine Tickets, waren nur draußen. Aber da sind ja selbst davor zwei Floors, sage ich mal, zwei, also ein Zelt aufgebaut und ein DJ, der, also wie so eine Freiluftbühne, der einfach dann draußen auflegt. Und ich weiß nicht, was das für DJs dann sind, ob das irgendwelche No-Name-DJs sind oder so, keine Ahnung, habe ich mich auch nicht für interessiert jetzt. Ich wollte mir einfach nur diese Veranstaltung mal angucken und es ist schon krass. Also wirklich beeindruckend war der Zeltplatz. Ich glaube 35.000 Leute. Ja, und naja, so ein Ticket kostet, also ich glaube, das Ticket kostet 175 Euro. Mit Zeltplatz und 150 ohne oder 145 und für den Samstagabend, ja, ist klar, ne? Kannst natürlich nicht bringen, also geht gar nicht. So, naja, dann haben wir uns das mal angeschaut, aber es war auch schön, wir hatten Spaß, es war nur, das machst du nicht. Warum ist dieses Ding da vorne dran? Mann, habe ich ja gar nicht dran gemacht. So. Nicht draufgekommen aus Versehen. So, Spangodorinos. Dann können wir hier erstmal die Ballen abfahren. Jetzt bräuchten wir den Follow-Me-Mod. Dann könnten wir den nämlich gleich hinterher schicken. Und dann könnten wir wieder abladen. Den können wir uns mal noch drauf machen. Muss ich mir aber auch schreiben. Ah, der hat doch da vorne den Spangod. Warum hat er mir den nicht angezeigt? So, sehr schön. Einen vollen Anhängerballen. Oh, den müssen wir unbedingt mal putzen hier. Der ist ja so dreckig. Und ich brauche eine Fahrzeughalle. Ich muss mal schauen. Das wird nicht anders. Und ich möchte unbedingt diese Halle hier. Diese leere Mehrzweckhalle. Die ist so cool. Und ich muss jetzt mal gucken, was wir noch Kredit nehmen können. Oh, jetzt haben wir zurückgezahlt. Wollen wir natürlich nicht. Also wir werden das schon versuchen zurückzuzahlen. Wir können das nehmen. Wie viel kann man zahlen? 300, okay. Wir machen unseren Kredit mal auf 250.000. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und kaufen uns in der nächsten Folge eine Halle. Sorry Leute, ich meine, ich fühle mich, wenn ich einen Kredit nehme hier im LS, wieder ein bisschen, also so ein bisschen wie, als wenn ich Geld cheaten würde. Es klingt jetzt blöd, aber das ist irgendwie so. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, bis wir das jetzt zusammen haben, das dauert einfach zu lange. Und dann lieber den Kredit ein bisschen zurückzahlen, wenn wir mal Luft haben. Und ja. So. Ich weiß, der Werner von den Burning Gamers. Wo? Oh. Ich weiß, der Werner von den Burning Gamers hat die Halle auch hier hinten stehen. Und ich weiß, der hat da auch Ballen eingelagert. Ist mir alles klar. Das Problem ist nur, wir haben leider keine andere Möglichkeit, wie die Halle hier zu platzieren. Und irgendwo mitten aufs Feld will ich sie natürlich nicht stellen. Deswegen werden wir unsere Halle, das kann ich schon mal ankündigen, wahrscheinlich auch hier hinten hinstellen. Wenn ihr einen besseren Standort oder einen sinnvolleren Standort habt, sagt es mir gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Aber hier hinten scheint es einfach die meiste Logik zu ergeben. Und der Werner hat die ja auch nicht grundlos dort platziert, ne? Das müssen wir auch ganz klar sagen. So, und wir werden natürlich unsere Ballen da auch versuchen unterzubringen. Oder wir holen uns noch so ein, warte mal, wir haben glaube ich platzierbare, haben wir die drauf? Haben wir nicht drauf, doch. Aber die gefallen mir nicht. Oder gefallen mir die? Ne, die gefallen mir nicht. Oder gefallen mir die? Ja, mir gefallen die nicht. Diese Ballenlage können wir vielleicht noch drauf machen. Oder wir machen so einen Unterstand hin. Ich meine, es ist auch eine große Halle. Aber die ist irgendwie nicht so schön. Kostet aber nur 14.000, ne? Aber das passt irgendwie nicht. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Leute. Einen wunderschönen Sonntag. Gönnt euch. Geht noch ein bisschen raus. Chillt ein bisschen. Genießt das schöne Wetter. Nächste Woche soll es etwas kühler werden. Jedenfalls bei uns. Und, ja. Gönnt euch einfach. In diesem Sinne. Oh, 5 Ferkel. Nice.
Sieben Schweine nur noch, das heißt, sie werden zwei Schweine wurden verbraucht. Ein Pferd schon. Hey, Alter. Ich sag ja, der fährt wie ein Bekloppter hier über den Hof. Was ist denn nur los mit dir? Chill doch mal. Ist ja grauenhaft. So. Ein Schwein hast du. Na gut, in diesem Sinne. Tschüss. Ich will das mal aus eurem Manus.